Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder im Partybus unterwegs hier. Wir haben Besuch mit eingepackt. Selim ist auch am Start. Hi. Also wir müssen jetzt die Leute als allererstes ganz am Anfang einmal aufklären, worum es hier überhaupt geht. Das ist jetzt der normale 318 IS-Kopf, wie auch bei dir in dem Auto theoretisch drin war. Genau. Und dann geht's weiter, Nockenwellen. Genau. Ja. Der Zylinderkopf bringt zwar Durchsatz, aber ohne die passenden Nockenwellen. Genau, wenn Kanal nicht offen ist, geht auch nichts durch. So, Nockenwellen, das sind auch die später reinkommen? Ja, genau. Das heißt, das ist wieder hier einmal speziell von euch aus Rohling. Aus Vollstahl, ja. Ja, einmal gefertigt, ne? Ich glaube auch fast Nockenwellen ist bei so einem Sauger, glaube ich, auch mit eins der wichtigsten Punkte. Ja. Oder was würdest du sagen, ist an diesem ganzen Motor das Wichtigste? Das ist wie der Ladedruck beim Turbo. Ja. Ja. Ist hier das Hauptdrehrad, sage ich mal. Ja. So, weil da ist einfach Effizienz vom Motor. Sind sie zu lang offen, geht es aus dem Auspuff wieder raus, sind sie zu kurz offen. Boah, ich habe da auch gar keinen Plan von bei Saugmotoren. Aber deswegen sind wir hier. Genau. Also was ich auf jeden Fall weiß, seine Aussage war, wenn ich das mal so wiedergeben darf. Alles, was geht. Und ich habe gesagt, alles, was geht, so scharf wie nur geht. Oder nee, so scharf wie nötig und so scharf wie möglich im Endeffekt. Aber du hast gesagt, dass unter 4000 läufst du am Auto schneller vorbei, ne? Oder, fast. Also fast. Neben dem Auto, ja. Also unter 4000 Umdrehungen gehst du an dem Auto schneller vorbei, als er fährt. Da wird nicht viel passieren. Ja. Aber gut, unter 4000 muss ich auch nicht. Muss dann irgendwie aus der Boxengasse raus und dann rechts ist Gas. Ja, was haben wir? Einlass, Auslass an Spezifikationen jetzt dann vorgesehen? Wir haben jetzt asymmetrisch, also Einlass hat 304 Grad und 13 mm Ventilhub und Auslass hat 296 und 12,8. Okay. Und dann zählt wahrscheinlich am Ende auch noch die Einstellung. Ja, also wir werden jetzt starten mit 5 mm Hub im OT-Einlass und 4,5 Auslass. Boah. Ja. Also so als Erinnerung, wenn wir immer bei den VRs eingestellt haben, dann waren wir da immer so bei 0,3 bis vielleicht mal 1,5 mm. Ne? Aber 4 mm heißt halt wirklich, dass eigentlich in dem Moment, wenn der Kolben oben ist, guckt das Ventil schon 5 mm aus. Genau. Deswegen auch die starken Ausfräsungen hier, dass das Ventil auch so weit kann man da runterfahren kann, ohne den Kolben zu touchieren. Was passiert, das ist eine Frage von mir, bei so einer Nockenwellenstellung, wenn du bei dem Kompression checkst? Ist da überhaupt noch richtig Kompression drauf? Das geht noch. Ja. Aber das Ventil ist ja nicht geschlossen. In dem einen Takt. Im nächsten Takt ist ja wieder alles zu. Ja, okay. So, aber er pfeift ja, wenn du dann Kompression auerst, dann trotzdem so krass dadurch, dass ich das immer so kenne, dass wenn man das zu sehr übertreibt, dann die Kompression irgendwann auch runtergeht. Ja, aber Verdichtungsverhältnis ist ja hoch. Ja, das geht noch. Und warum so viel? Um auf die Leistung zu kommen. Muss man wirklich auch bei den Drehzahlen dann sonst geht ihm die Luft bei der Drehzahl. Also wir kriegen ja, wie gesagt, diese Leistung nur hin, wenn wir hoch drehen. Mhm. Und ansonsten, wenn wir jetzt nicht so weit aufmachen würden, würde er keine Luft bekommen da oben. Dann wäre er schon bei 8 am Abfallen und wir möchten ihn am Leben erhalten und weiterfüllen. Also genau konträr von der Einstellung her zum eigentlichen Turbomotor. So. Ja, überleg mal, wenn wir am Ende, was sagst du, 9, Richtung 9,5, 9 drehen, dann ist da auch richtig Party, ne? Das Problem ist halt, wir reden ja von dem Moment, wo die Einlassnockenwelle gerade anfängt aufzugehen. Mhm. So, das heißt, wenn sie jetzt schon 5 mm auf ist, steht sie auf relativ früh. Mhm. Und das brauchst du halt bei den hohen Drehzahlen einfach, weil ja die Zeit pro Intervall immer kürzer wird. Ja, also mehr Drehzahl, immer weniger Zeit. Die Luft strömt aber nicht exponentiell schneller. Die ist ja irgendwann einfach am Limit angekommen. Genau. So, und dabei, die wird ja nicht irgendwie reingedrückt. Genau, deswegen muss der Brennraum schon früh genug offen sein, dass dann wirklich der ganze Brennraum gefüllt ist, wenn halt Kolben wieder hochgeht. Ja. Das heißt, wir brauchen viel, viel Luft. 5 mm schon. Und wir haben halt den Nachteil, dass wir keine variable Nockenwellensteuerung haben. Das wäre natürlich super. Wäre denn aber eine Vanus in dem Fall von Vorteil oder Nachteil? Die ist eigentlich immer von Vorteil. Aber auch bei der Drehzahl, geht das mit so hoher Drehzahl? Das ist halt das Problem, dass es meistens halt nicht funktioniert und dann ist es natürlich von Nachteil. Ja, wobei, warte mal, ich überlege gerade, wenn du jetzt mal so überlegst, so ein V8 oder so ein V10, die fahren ja auch mit Vanus und drehen ihre Richtung 9, genau, das 8, ist aber 6. auch, das ist auch 20 Jahre neuer von der Techniker. Ja, stimmt. Das ist 20 Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht, E36 M3, der S50 B30, und so sind die mit Warnus, die sind auch mit Warnus gefahren. Was haben die denn gedreht? Der eine hatte einfach Warnus und der andere Doppelwarnus. Ja, wie hoch haben die gedreht? Die kann man auch,
Also viele schmeißen sie dann raus im Rennsport, weil es uninteressant ist, ob der Motor unter 4000 Leistung hat. Ja. Dann hast du ein Fehlerglied, das du schon mal weg hast. Ja. Und es gibt halt auch einfach Nockenwellen. So hatte ich es beim Toro. Okay, ist wieder eine ganz andere Thematik. Da hatten wir irgendwann dann Nockenwellen, die so krass waren, dass die Verstellung gar nichts mehr gebracht hat. Also es war egal, wo du die Verstellung hinziehst, sie war untenrum immer scheiße. Aber wie machen das die Honda-Motoren dann? Wenn die da bis 9 und über 9... Ja, die haben ja untenrum auch nichts, ne? Und die haben den großen Vorteil, die fahren theoretisch eigentlich ja zwei verschiedene Nockenwellen. Die fahren ja einmal eine Nockenwelle und sobald sie im VTEC fahren, ist es ja theoretisch eine andere Nockenkontur. Ja, okay, also die verstellen die Nockenwelle nur nicht von der Lage, sondern fahren zwei verschiedene Wellen. Ja, und die haben die Umstellung, meine ich, bei dem B18C immer so, wo die bei 6,5 oder so gab. Ne? Also genau, das ist unterschiedlich, ja. Es gibt ja auch Warnungssteuergeräte, die nur dazu da sind, um den Punkt zu... Aber wir Warnus, sag ich, werden dann wahrscheinlich hier einstellbare Nockenwellenräder fahren müssen. Ja, hat der von Haus aus, ist auch eine tolle Sache, ja. Das wusste ich gar nicht. Und die behalten wir bei? Aber für den mittleren Bereich würdest du den Einlasshub im OT verringern, also eher auf 3 mm oder 4 mm gehen, in dem Dreh. Nee, ich würde in dem Fall Auslass verringern. Auslass verringern, okay. Aber Einlass so stehen lassen? Ja. Mhm. Und die kann man so ganz normal hier drauf adaptieren? Mhm. Ja, BMW hat das einfach gemacht bei den Motoren. Wenn man Steuerzeiten einstellen möchte, muss man die Kurbelwelle abstecken im Schwungrad. Gibt es so einen Dorn. Und dann der Vierkant hier mit einem anderen Absteckwerkzeug. Deswegen die Langlöcher in den Nockenwellenrädern einfach festziehen. Dann hast du alles. Mhm. Ja, also es gibt keine Nut, die man treffen muss oder so, wie bei anderen. Mhm. Also entweder passt oder passt nicht. Nee. Ja. Gäbe es theoretisch noch eine Version krasser oder ist das dann schon alles, was geht? Es geht noch mehr, ja. Wir haben Profile, die dann vom S14 sind, von dem Vierzylinder M3, E30, was dann so ähnlich ist. Die sind noch brutaler. Die haben dann 14 mm Hub und... Würde das in der Sekunde hier Sinn machen oder eher nicht? Ich glaube es nicht. Also wir haben es noch nicht probiert. Könnte man machen. Diese S14-Zylinderköpfe sind halt von der Form her besser und der ganze Motor ist eher Rennsport, geboren für den Rennsport, sage ich mal. Die Ventilwinkel sind besser, deswegen weiß ich nicht, ob es da einen Vorteil bringt. Mhm. Aber das wäre dann im nächsten Schritt auch machbar. Aber hier siehst du mal, wie eng das schon ist. Selbst mit dem 13 mm Hub schon. Naja, also viel Platz ist hier nicht. Nee. Wahnsinn. Mhm. Und hier kommt einlassseitig dann von euch logischerweise die Einzeldrossel drauf. Ja, genau. In dem Fall auch mit einem größeren Durchmesser. Ne? Ja, das sind jetzt die er bisher drauf hatte, das sind 45 mm Klappenteile. Also jeder Zylinder hat eine 45 mm Drosselklappe. Mhm. Und wir gehen jetzt auf 50. Mhm. Mhm. Ach ja, stimmt, du hattest den ja schon umgebaut auf die... Ich hatte ja Einzeldrossel auf dem Originalmotor drauf, mhm, mit umgeschliffenen Nocken, die der Timo damals gemacht hat. Und leistungstechnisch sollen das irgendwo realistisch 170... plus minus, ja, gewesen sein. Der drehte dann ja auch 7,5, ohne runterschalten mal 8, aber ich meine, ich habe den immer so bis so 7,5 gedreht, bis er gestorben ist, aber das hatte nichts mit der Drehzahl zu tun, sondern hat einen anderen Grund und ja, das funktionierte schon ganz gut. Ein Punkt, der mich noch interessiert, wie ist das mit Thema Ölpumpe bei dem Motor? Weil hohe Drehzahl, Ölpumpe ist ja immer kritisch. Ja, die Ölpumpe ist gut. Das Problem ist, das, was ihm ja passiert ist, ist durch... willst du es gerade erzählen? Ja, Schaden. Also der Motor hat ein großes Problem. Und zwar hast du bei einer gewissen Kurvendynamik und Geschwindigkeit hast du in der Ölwanne kein richtiges Schwalblech, dass das Öl vom Schwappen nach links und rechts abhält. Das ist die Originalwanne hier? Das genau. Ist also du hast jetzt hier so ein Blechlein drin, aber das ist auch gefühlt, bringt das gar nichts. Und... das Problem bei mir war dann einfach, Bilster Berg, Startziel, du kommst da an, vierter Gang, dritter Gang, schaltest in den zweiten runter,
fährst rechts um die Kurve und du hast so eine hohe Querdynamik, dass dann irgendwann angefangen hat, der Ölfilm abzureißen. Kann natürlich auch sein, man muss vorsichtig das ansprechen. Der Motor war ja auch alt, dass da die Lagerschale schon irgendwie gelitten hat. Auf jeden Fall in der Sekunde ist der Ölfilm wohl so abgerissen, dass ich wirklich aus Startziel rechts die Kurve hoch, stehe auf dem Gas, Leistung weg und schlagartig angefangen zu klappern. Da hat es dann leider die Lagerschale nicht mehr überlebt und dann wurde das Klappern so extrem, dass der Motor dann mürbe war. Das ist das Problem. Du musst hier die Ölwanne so umbauen, dass das Öl nicht von links nach rechts abhauen kann. Genau, weil dieses Blech, was jetzt hier drin liegt, hat erstmal rein gar nichts mit Kurvenfahrten zu tun. Ja, genau. Sondern das ist einfach nur das Öl, was von der Kurbel abspritzt und so weiter. Ja, genau. Dass also das da müssen Schwallbleche rein. Der heilige Gral, sage ich auch, wäre wie beim S42 den Motor auf eine Trockensumpfschmierung umzubauen. Das Problem ist, so eine Trockensumpfschmierung erstmal zu bekommen. Ist nicht einfach, gerade von so einem S42. B, kostet die utopisches Geld, na, also wirklich exorbitant teuer und halt natürlich das Problem, du kriegst halt gar nicht solche Teile. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, da die Ölwanne umzubauen und Und Ölpumpe einfach erstmal original lassen. Ja. Das geht. Ja, wir erhöhen ein bisschen den Öldruck, ein halbes Bar. Und dann, was fahren die dann an Öldruck am Ende? Die fahren so 5,5 Maximum. Ist ja schon mal ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall war es ein sehr unangenehmes Geräusch. Das kann ich euch sagen. Das Klackern. Ich dachte, der Motor explodiert. Wirklich. Ja, kenne ich. Ja, und dann. Habe ich schon ein paar Mal gehabt. Und dann war ja noch wichtig, der Ventiltrieb ist ja auch abgeändert. Genau. Magst du dazu auch noch mal in die Thematik gehen? Und zwar gehen wir auf doppelte Ventilfedern anstelle der einfachen, die normal drin sind. Ja, die sind verstärkt und gleichzeitig doppelt. Und die Federteller, anstatt Stahlteller, kommen Titanteller rein. Dann sind wir vom Ventiltrieb her schon mal sicher, wegen Überdrehen. Mhm. Zusätzlich wird dann anstelle von Hydrostößel kommen mechanische starre Stößel rein. Also starrer Ventiltrieb dann? Starrer, genau. Mhm. Ja, die werden mit Lashcaps, wird das Ventilspiel eingestellt und die sind vom Gewicht her sehr leicht. Wie viel stärker sind die ungefähr als die Originalen? Wahrscheinlich locker doppelt so stark, ne? Die sind, ne, nicht doppelt, aber so 40% auf jeden Fall. Ja. Also was wir nicht möchten, ist, dass die zu hart sind, weil wir dann wieder Reibung haben. Ja. Mhm. Wir möchten der Schließdruck ist wichtig, dass das da, wo das Ventil gerade wieder zu oder wieder aufgeht, da einwandfrei schließt und der Nockenkontur folgt. Ja, wenn man die nur brutal hart macht, dann ist das zwar auch so, aber man hat erhöhte Reibung. Das heißt gar nicht unbedingt die Ventilkraft, Federkraft bei Maximalhub von dem Nocken, sondern viel entscheidender ist quasi der Moment, wo der Nocken wegfährt und wirklich das Ventil zugezogen wird, dass das hochgeht. Genau, dass der Gegenläufer, also der Tassenschlüssel in dem Fall, nicht die Kontur verlässt, dass er nicht abhebt. Das heißt eigentlich die Kraft der Feder, wie sie ungespannt eingebaut ist, also wie sie vorgespannt eingebaut ist, aber nicht kein Ventilhub hat. Die in dem Bereich dann so. Wie, also die quasi die Einbaulage von der Feder. Bei Einbaulänge ist extrem wichtig. Ja. Mhm. Und natürlich auch der maximale Hub, bei maximalem Hub auch. Ja. Ja, und natürlich auch Blocklänge und so, dass die Feder nicht auf Block. Weil wir hatten ganz viel Erfahrung in letzter Zeit gemacht, dass es gibt zwar viele Federn, die unter Maximalhub richtig, richtig straff sind, aber die verlieren dann mit dem Hub richtig an Anpresskraft. Genau, das ist so. Der Fehler. Ja. Das heißt im Leerlauf heißt ohne Hub, Nockenhub, ist halt einfach zu viel Bums in dem Sitz, zu wenig Bums, dass das richtig zugezogen wird. So, pass auf, und dann kommt nämlich noch das A und O. Erzähl mal, Selim, hier, das ist doch dein Baby. Ja, eigentlich für die BMW-Enthusiasten tatsächlich der heilige Gral. Das ist eine originale STW Inconel Rennabgasanlage von einem original STW-Auto. Diese damals gefahren sind. Da muss ich auch noch mal echt sagen, dickes Dankeschön an den Michi. Guter Bekannter, dessen Opa bei Schnitzer lange Jahre gearbeitet hat und als Schnitzer sich dann da von BMW getrennt hat oder BMW von Schnitzer getrennt hat, war dieses gute Stück inklusive dem Mittelteil, können wir auch noch mal gleich zeigen, aber wir hängen es mal dran, stand das quasi dann mit Glück für mich zum Kauf da und dann habe ich direkt zugeschlagen. Und das wäre eigentlich oder ist eigentlich für dieses Projekt quasi die perfekte Abgasanlage. Was auf jeden Fall für einen Sauger schon mal interessant anzugucken ist, dass der eigentliche Querschnitt vom Kopf kleiner ist als von einem Krümmer. Mhm. Also dass man wirklich immer größer geht.
Ja, wobei die waren ja schon, die mussten, also wir mussten ja den Krümmer oder beziehungsweise den Kopf für den Krümmer anpassen, ne? Vom Profil. Genau, wir müssen, also wir sind trotzdem noch ein bisschen kleiner als der Kanal. Also der Originalkopfkanal ist kleiner als das, ja, ja. Das ist schon größer. Das auch. Und unsere bearbeiteten Kanäle bleiben trotzdem noch einen halben Millimeter kleiner als der Kanal. Das ist das vom Strömen. Ja. Man muss dazu sagen, das hier ist ein Inconel-Krümmer. Also das Material ist wohl exorbitant teuer. Das hat BMW damals für die Formel 1 und DTM und sowas verbaut. Extrem temperaturbeständig ist der heilige Gral. Man kriegt solche Teile einfach nicht zu kaufen. Wiegt nichts. Und mir hat man mal gesagt, dass der Materialwert von sowas, ich meine, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber der Materialwert wohl schon von diesem... Ist sehr hoch, ja. Sehr hoch sein soll. Das ist sehr schwer zu schweißen. Ja. Deswegen bin ich gespannt. Auf jeden Fall soll das Ding wohl schreien, bis der Arzt kommt. Und das sieht ja auf jeden Fall auch schon so aus, als wenn das berechnet ist dafür, ne? Ja, es ist wie gesagt von einem Original-STB-Rennauto. Also es ist was, nicht irgendwo was gekauft oder gebastelt. Was witzig ist, ist für einen Hochdrehzahlsauger einen 4-in-2 Krümmer zu machen und das bis hinten durchzuziehen. Ja. So, ich hätte jetzt eher ein 4-in-1 erwartet und dann mit einem Rohr nach hinten. Ja, die sind, das Endrohr war sogar ein Rohr, das nach unten gekrümmt war, wie so eine Dieseloptik. Da gibt es so Bilder und der Cut sitzt im Endschalldämpfer. Also was auf jeden Fall schon mal extrem für Leistung ist, vielleicht hat man es auch deswegen so gemacht, ist, wie lang die einzelnen Rohre erstmal sind. Ne? Ja. Guck mal, die sind ja hier gefühlt einen halben Meter lang. Und erst dann gehen zusammen. Ich vermute mal, dass es ab da dann egal war, ob die dann, weißt du, ob die dann nochmal hier zusammengeführt werden oder nicht. Also das hier war wohl tatsächlich, es gab wohl unterschiedliche Krümmer, das hatte Michi mir erzählt. Das war wohl Abstimmung Hockenheim. Da gab es wohl unterschiedliche Rohrlängen und weiß der Kuckuck was. Also das ist extra Leistung. Weil Hockenheim war ja eigentlich immer... Ich kann es ja nicht sagen. So, das war auf jeden Fall eine Hockenheim-Abstimmung hier. Und wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, Michi. Und sowas kriegst du einfach nicht mehr. Und deswegen war ich da echt glücklich drüber, dass ich es bekommen habe. Und ja, bin mal gespannt, was das alles hier in Kombination dann bringt. Ich vermute mal, dass die durch diese, ich sag jetzt mal Querschnittsverjüngung hier, wollten die wahrscheinlich in dem Krümmer eine Art Sog erzeugen. Dass es hier aus dem Kopf erstmal schnell rausströmt, weil kleinerer Querschnitt. Ne? Hier werden die Gase langsamer und erzeugen somit einen leichten Sog. Ne? Quasi der Abgas aus dem Kopf rausgezogen wird. Ja. Ja. Auf richtig Drehzahl. Ja. Und dann hat es ja wohl auch irgendwas damit zu tun, dass du die Cuts hinten fährst am Endrohr. Irgendwie hat das wohl auch in der ganzen Sog und Druck irgendwas zu tun. Wenn der früher sitzen würde, würde er einen erhöhten Gegenwind an der falschen Stelle. Das war immer so witzig, das waren immer die Bilder, wenn du bei so alten Bergrennautos und so immer die glühenden Endrohre siehst, wenn die Cuts da hinten am Glühen sind. Pass auf, ich würde sagen, wir stecken das einmal ganz grob kurz zusammen, weil du wolltest ja unbedingt dir das Ganze mal angucken. Ja. Und dann geht's auch weiter. Achso, was wir noch dazu sagen können, wäre ja wegen der Reibung. Haben wir ja auch noch den gesamten Antrieb von der Kurbelwelle ja auch erleichtert. Ne? Also wir haben im Endeffekt nur noch die Lichtmaschine über die Kurbelwelle angetrieben und alles andere ist elektrisch. Also von Wasserpumpe, Servo und so weiter. Das machen wir später alles, auch wenn der Motor irgendwann zusammen ist. Dann werden wir da nochmal einsteigen. Ja, dann hängen wir den mal zusammen. Aber erstmal stecken wir zusammen, dass man da irgendwann ein bisschen was sieht. So, okay, Selim ist auf jeden Fall glücklich, weil sieht geil aus. Ja, ne, vor allem jetzt sieht man es einmal in komplett Kombination, wie es am Ende dann werden soll. Aber ich bleibe nach wie vor dabei. Ich finde es extrem interessant, wie dieses ganze Konstrukt von Auto, inklusive mir und allem drum und dran und Räder und Gewicht und Achsen, von so einem kleinen Ding eigentlich befeuert wird. Ne? Mehr ist das ja nicht. Also man denkt ja immer, okay, Kraft, Motorleistung, Power und dann ist es so groß wie eine Kiste Bier. Oder kleiner. Eine Kiste Bier ist ja sogar breiter. Ja. So, ne? Eine reine Kiste Bier ist so eine Kiste Bier. Eine 30er Harry. Ich habe jetzt keine Markennamen nennen, aber viele Kisten mehr für die Handwerker immer geholt und da ist ja so eine Kiste Bier so und das ist ja nichts. Ja. Das ist ja so ein Sechser Wasserflasche. Das ist jetzt von euch gegossenes Unterteil, einfach passend für den Motor. Ja. Wie lange habt ihr das schon im Sortiment? Seit den E30 318 ist der rausgekommen. Also 25 Jahre oder so. Kurz Zeit. Ah genau, das wäre die nächste Frage. Dieser ganze Umbau würde ja auch rein theoretisch 1:1 bei einem E30 318 ist funktionieren. Ne? Ist auch gleich bis auf die Ölwanne. Die ist anders. Sonst ist das heißt also, der Umbau interessant für E30 und E36 Fahrrad. Ja. So, jetzt haben wir hier noch Prototyp, das Baby.
Erzähl mal, Selim. Ja, Lounge Luke, Daniel Animal Racing und der Kai haben uns unterstützt bezüglich der Airbox. Vielen Dank nochmal, Jungs. Und zwar ist das der erste Prototyp. Der Daniel ist bei uns vorbeigekommen mit seinem Scanner, hat den gesamten Motorraum abgescannt, Platzverhältnisse etc. pp. Und haben dann mit Kai zusammen, der so Strömungsberechnungen und so weiter durchführen kann, dieses Baby hier entwickelt. Das ist, wie gesagt, jetzt der erste Prototyp. Extra vorgesehen mit einem großen Filtereinsatz, also mit so einem Papierfiltereinsatz, um halt den bestmöglichen Luftstromflow für diesen Motor zu berechnen. So ein paar Eckdaten haben sie mir genannt, die ich euch wiedergeben kann. Das ist zum Beispiel Mitte des Ventils bis quasi Ende von dem Trichter. Quasi, das sind so ein paar Eckpunkte, die sich genommen haben. Dann gibt es da eine sogenannte Annäherungsformel, weil die Jungs sagen selber, wenn du das 100% auf diesen Motor mit den Specs berechnen willst, brauchst du da wohl irgendwie ein 5- bis 10 Mann starkes Team, die ein Jahr lang nur solche Berechnungen durchführen, damit das hier 100% steht. Das hier wurde mit einer Annäherungsformel durchgeführt und da soll jetzt so eine Carbon-Airbox für eingesetzt werden, die es so aktuell noch nicht gibt. Also es gibt Carbon-Airboxen, aber die sind dann hier mit so einem, das hier ist dann aus Metall irgendwie zusammengebaut mit einem zweiteiligen Carbon-Airbox drauf, aber keine Voll-Carbon-Airbox, passend für diesen Motor. Das wäre jetzt quasi so, was der Luke und der Daniel für dieses Auto konstruiert haben und mit Kai zusammen, der die Berechnung gemacht hat, wollen wir das jetzt so quasi dafür anbieten. Das heißt und aktuell noch Druckteil? Das ist jetzt quasi der Prototyp. Aus diesem Prototyp wird jetzt quasi das Negativ erstellt. Dieses Negativ nutzen die dann quasi, um das Ganze aus Carbon zu bauen, Autoklaven, das übliche Prozedere und dann wird das halt gebacken. Das heißt, diese Airbox ist jetzt aber genau in deinen Motorraum reinkonstruiert? Genau, richtig. Also für den E36 318, ja, IS. Ja, genau, genau, das heißt, die Box könnte dann jeder 318 IS, egal ob Limo, Kombi, Man sieht auch, dass da definitiv maximal viel Volumen rausgeholt werden wollte. Genau, also sieht man auch, wenn man hier von vorne drauf guckt, wie tief das Ding nach unten ist. Ja, ja, was der Kai auch gesagt hat, das große Problem war tatsächlich, waren die Platzverhältnisse im Motorraum. Du siehst auch hier, ist ja die Verjüngung deutlich stärker, weil hier auch der Bremskraftverstärker zum Beispiel sitzt bei dem Auto. Ne? Und er hat versucht halt aus den Platzgegebenheiten, die er hat, das Bestmögliche rauszuholen. Wobei diese Form, dass es so einen Bauch macht, ist auch gerne so gewollt in Sachen Strömung. Ja. Das hat der letzte Zylinder wirklich noch genug bekommen, deswegen macht man da auch gerne so eine kleine Welle rein. Genau. Was er zum Beispiel gesagt hat, ist die Trichterlänge. Die beeinflussen das ja, ne? Also je länger und kürzer, desto mehr beeinflusst du ja quasi das Drehmoment untertorig oder die Leistung im oberen Drehzahlbereich. Die hätte er zum Beispiel gerne, jetzt muss ich überlegen, ein bisschen länger gemacht. Mhm. Ging aber nicht, weil der Bauraum es einfach nicht zugelassen hat. Deswegen musste er sich am Bauraum orientieren und da das Bestmögliche rausholen. Und ihr dazu halt auch einfach diesen Filter noch reinhaben wollt. Genau, Filter sagt er auch, egal ob Rennbetrieb oder nicht, er würde auf jeden Fall empfehlen, mit Filter zu fahren. Zisis, was sagst du dazu? Ja, ja. Macht Sinn, ne? Ganz, ja. Weil sobald da ein bisschen Dreck reinkommt, ist eigentlich Feierabend, oder? Richtig, ja. Ja. Und was er gesagt hat, weil die Fläche von dem Filter ist ja schon sehr groß, da habe ich als erstes gefragt, man muss dazu sagen, ich bin kein Motorenbauer oder so, deswegen die Unwissenheit, deswegen frage ich immer auch viel, warum so groß? Da sagt er halt die Fläche, weil je größer der Filter, desto mehr Fläche hast du, wo die Luft durchgehen kann. Also mehr Luftvolumen, weil wenn du die gesamte Luft durch einen kleineren Filter durchlaufen lässt, hast du halt eine. Und du willst ja unter Idealbedingungen, willst du ja hinter dem Filter zwischen Motor und hier auf jeden Fall keinen Unterdruck haben. Ja. Das wäre ja schon mal, dass du einfach Atmosphäre hast, wäre ja schon mal das ein Anfang. Mhm. Idealerweise sogar eher durch Ram-Air und so weiter, sogar vielleicht noch einen leichten Überdruck. Genau. Und das geht natürlich auch, je besser, je größer der Filter ist. Ne? Genau. Und halt wichtig von der Airbox ist, die Luft halt beruhigt in den Motor bekommen. Also keine großen Verwirbelungen und genau, deswegen ist das so angepasst. Der Clou an der ganzen Geschichte wird sein, wer jetzt den E36 vor Augen hat, gerade beim 318 ES ist das der Riesenvorteil, das geht bei den Sechszylindern zum Beispiel nicht.
Du hast die beiden BMW-Nieren in der Mitte sitzen. Mhm. Jetzt ist es so, du hast natürlich hier ein riesengroßes Loch drin, wo die Luft durch soll. Wenn ich jetzt hier aber verjünge, um irgendwie an der Stoßstange mir die Luft wegzuholen, bin ich irgendwo durchmessertechnisch begrenzt. Jetzt ist es aber so, ich habe die beiden Nieren hier. Der Kühler sitzt hier vor, den kann ich weiter tiefer setzen. Also habe ich die beiden großen Nieren als Fläche für mich gewonnen. Okay. Da kommt aus 3D-Druck quasi wie so ein Adapter, 2-in-1, der dann hier so dran kommt, Flexrohr und dann hier dran. Mhm. Das heißt, ich bekomme so viel Luft reingedrückt wie möglich hier in diesen Motor. Wobei ich mir hier noch nicht ganz sicher bin, das geht aber nicht anders, wenn man hier den Luftfilter hat, ist das Volumen zwischen Klappen und Filter ist relativ wenig. Sagte Kai auch, da ist halt dieses Problem bezüglich der Trichterlänge, die er da noch hätte weiter variieren wollen, aber geht halt platztechnisch nicht anders. Ja, deswegen hat er gesagt, das man hätte höchstens halt den Filter dann doch irgendwie... Dann wärst du aber wiederum mit der Größe des Filters extrem begrenzt gewesen, weil so hast du es halt auf der gesamten Fläche und kriegst halt mehr Luft durch. Weil man darf halt einfach nicht vergessen, bei 9000 Drehungen ist hier halt wirklich Rambazamba jedes Mal drin. Ja, und jetzt überleg mal, du versuchst bei 9000 oder über 9000 Umdrehungen die gesamte Luft durch einen Filter zu stecken, der quasi nur hier sitzt, anstatt auf so einer großen Fläche. Mhm. Die Frage ist, aber da habe ich auch keinen Plan von, ob du hast zwar dann hier den Filter, hast dahinter aber ein großes Volumen. Ja. Weißt du, du hast dann ein großes Volumen, was halt aufzugehen kann, ähnlich wie ein kleiner und großer Kompressor. Ne? Habe ich genauso auch gefragt, habe ich nämlich auch, erscheint mir logischer, sagte Kai aber nein. Weil die Fläche, wo die Luft auf den Filter auftrifft, bremst ja in der Sekunde der Filter die Luft. Und je größer das ist, desto besser lässt sich das verteilen. Ja, das kann, wie gesagt, wegen der Luftberuhigung. Also sein Wort dafür war, der Flow ist wohl besser. Ja. Ich würde sagen, wir probieren beides auf dem Prüfstand. Ja. Und dann wissen wir es. Genau. Ja, weil wir eher die Erfahrung gemacht haben, dass der Filter vorne besser ist. Ja. Ja, dass da die Beruhigung mehr hilft als hier. Aber das können wir aber testen, ne? Was auf jeden Fall gut sein wird, ist, wenn hier der Filter ist, werden auf jeden Fall alle Zylinder schön gleichmäßig gespült sein. Weil natürlich die Luft, egal wie sie hier reinströmt, erstmal einmal abgebremst wird am Filter und sich somit wieder gleichmäßig verteilen kann. Deswegen. Ja, bleibt spannend. Bleibt echt spannend. Zur Not halt Filter raus, Schlauch vorne raus, fertig. Genau. Wenn es wirklich auf dem Prüfstand am Ende so sein sollte, ich meine, ich weiß es ja auch nicht, dass der Filter hier irgendwo mehr Sinn macht als da, dann kann man das natürlich umbauen. Aber Fakt ist, wir wollen auf jeden Fall über die Nieren so viel Luft wie möglich reinbekommen. Je größer der Durchmesser, desto besser ist das. Ne? Ja, aber immer noch mega, das Ganze jetzt mal so als Paket zu sehen, wenn das dann später im Auto hängt. Aber ich sage immer noch, ich bin echt geschockt, wie klein das Ganze einfach ist. Ne? Und das soll so viel Leistung bringen am Ende und das Auto so schnell machen. Was denkt ihr grob, wie lange ihr noch braucht, bis das so fertig ist? Also fertig im Sinne von... Ja, jetzt im Januar... Ich glaube, Phils Frage ist eher, wann können wir als erstes mal ein Bilster werden? Ja, erstmal Prüfstand, dies, das, jenes, dann müsst ihr schon noch weiter. Ja, dann Verkabelung, Steuergerät. Was meinst du, der Moment, wenn das Ding das erste Mal 9000 dreht auf dem Prüfstand, oder? Gänsehaut. Das wäre die nächste Frage. Wenn der jetzt im Auto hängt, wir haben alles verkabelt, das Steuergerät ist angeschlossen und so weiter, da ist ein Grundmapping drauf, das Auto läuft das erste Mal aus eigener Kraft. Wann kann man dem mal richtig Drehzahl geben? Muss der eingefahren werden? Wie viel? Wie lange? Wir fahren den auf den Prüfstand ein. Ah ja, wie lange ist sowas? Ja, wir haben so ein Profil über die Jahre entwickelt. Man kann das auch auf der Rennstrecke machen, nur man braucht mal locker 500, 600 Kilometer, dass der eingefahren ist. Also. Ja, und wir haben so ein Profil, dass erst mit wenig Drehzahl, wenig Last losgeht und dann immer gesteigert wird. Und dann machen wir das an so einem Tag. Selim fährt übrigens gerne, ne? Also ein Fahrer braucht auf dem Prüfstand. Ja, auf dem Prüfstand ist ein bisschen langweilig. 1200 Kilometer macht er auch ohne Probleme auf dem Prüfstand. Der fährt jetzt Tag auf dem Prüfstand durch. Cool. Dann kannst du ja gleich. Dann willst du bei 80 Runden ohne Pause fahren. Der steigt gar nicht aus. Der fährt so lange, bis er auf die Strecke springt und sagt, hier feiern wir heute. Aber auf jeden Fall geil, dass man solche Jungs hat. Ja. Die so ein einfach mal auf schnell den Motorraum scannen. Ja. Deswegen nochmal vielen Dank, Daniel und Luke. Auf jeden Fall. Und Kai fürs Berechnen anschließend, weil Scannen ist hier eine Sache, am Ende funktionieren das immer die andere. Ja, vor allem war ja so ein Zusammenspiel aus allem. Daniel ist vorbeigekommen zum Scannen, Luke hat das Ganze aus den Rohdaten eine Berechnung erstellt und Luke hat das Ganze dann mehrfach gedruckt gemacht, probiert und halt auch wie gedruckt, zweiteilig und so weiter. Also Jungs, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, weil ohne euch wäre das nicht möglich. Weil wenn man hier erstmal wieder anfängt, irgendwie mit Styroporklotz und Schleifen und dann ein bisschen und dies und jenes und weiter, da ist das so schon geil. Mega. Ja, sehr cool. Danke, danke. Ja, und
Abgasanlagentechnisch hier, sieht man hier natürlich auch schön STW-typisch. Jeder hat diese Autos immer vor Augen. Jetzt ist das hier so platt. Jetzt würde jeder denken, da hat einer mit dem Hammer angefangen, hier rumzukloppen. Nein, das haben die extra hier so abgeflacht, weil die STW-Autos lagen gefühlt auf der Erde. Mhm. Wenn man sich mal die Bilder anguckt, und das wird ja mit dem Auto auch passieren. Mhm. Müssen wir die Radausschnitte noch alles anpassen. Also das Ding war auch in Nutzung, kann man unschwer erkennen. Aber weiß man, ob das irgendwie mal original STW war oder so? Das ist ein original STW. Also ist von STW original Rennauto. Ja. Wie gesagt, Abstimmung Hockenheim und lag dann lange bei Schnitzer im Lager. Und dann alleine schon geil, dass man damals für jede Rennstrecke einen eigenen Trümmer hatte. Ja, klar. Ja, mit den unterschiedlichen Längen gab es da wohl die unterschiedlichsten Ausführungen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall wieder genug Material zusammen hier. Das ist ein sehr langes Video, aber sehr interessant. Also wieder ein sehr langes Video. Mit euch interessanten Typen hier. Und euch. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch an euch. Danke auch. Für die Hilfe. Und wir sind auf jeden Fall alle gespannt. Ich denke mal so, die jüngeren Zuschauer unter uns, die werden das nicht so fühlen, sondern eher so die Älteren, die einfach so ein Auto schon mal live irgendwo gehört haben. Aber es ist halt einfach so, stehst du auf dem Bilzer Berg und von den Tourenwagen-Legenden fahren so ein paar Autos. Hölle. So, da dreht man sich sofort um und egal, wenn GT3 RS, was weiß ich, wo fährt, das sind ja schon Geräusche, die man so immer hört und deswegen achtet man da nicht ansatzweise drauf, wie so ein schreienden Vierzylinder. Ne? Ja. Also klangtechnisch gibt es für mich nichts Geileres. Ja. Hochdrehzahl ist einfach Hochdrehzahl. Tja, mal gucken, wo wir im nächsten Video wieder einsetzen. Hier geht es auf jeden Fall jetzt weiter und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.